Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Poster in unserem Park. Wir sind noch am Eingangsbereich beschäftigt, den wir heute hoffentlich einigermaßen fertig bekommen, wenn wir uns ranhalten. Mir fiel aber ein, was ist mit unserer momentanen Forschung? Da hatten wir doch noch Sachen drin. Guck mal hier. Eine Achterbahn. Degen. Aha, sieht sehr interessant aus. Dann haben wir die Sky Ace. Das sind auch kleine Flugzeuge. Und ein ganz normales Kettenkarussell. Oh, wie schön. Das würde ich auch gerne noch irgendwo bauen. Ich weiß nur noch nicht was. Forschung lassen wir jetzt aber erstmal sein, weil das Geld sieht momentan noch nicht so gut aus. Wir haben jetzt sehr viel ausgegeben durch das Ganze hier. Wir haben neue Mitarbeiter. Wir haben neue Servicegebäude. Das kostet alles Unterhalt. Deswegen würde ich da jetzt erstmal wieder ein bisschen langsam gehen. Aber hier am Gebäude können wir weiterbauen. Und jetzt ziehen wir hier mal die Wände weiter durch. So. Und an den anderen Ecken müssen wir jetzt nochmal mit den Fenstern arbeiten. Da würde ich genauso wie da hinten die setzen. Also so. Ist die Frage. Wo waren die Sachen? Da. Da haben wir sie. Wieso hast du dir denn die Farbe jetzt schon wieder nicht mehr gemerkt? Ach, Spiel. Du machst mich fertig. So, da brauchen wir das. Da brauchen wir das hellere. Da brauchen wir das dunkelgraue. Doch anstrengend. Merk dir das doch einfach, bitte. Das hatten wir, glaube ich, Defense. Jetzt müssen wir hier natürlich auch das Schwarz wieder ändern. Da haben wir dann auch das Grau genommen. Das Halbrunde. Ah, zack, zack, zack geht das hier. Dann haben wir fast das Erdgeschoss, ja, den Erdgeschoss schon fertig. Müssen wir die Läden noch verkleiden. Nehmen wir da auch diese Türen. Oder haben wir da einfachere? Das ist eine ganz andere Optik. Das funktioniert nicht. Die könnten wir nehmen. Bin ich aber auch nicht ganz so der Fan von. Welcher gehörte denn hiervon dazu? Der hier, ne? Ah, ich glaube, die finde ich ganz okay hier drin. Und eine normale Wand müssen wir hier noch ziehen. Jetzt wieder scrollen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Oh, nein. Den bitte. Gut, dann könnten wir hier drin theoretisch noch Bänke stellen. Wenn man halt auf seine Familie wartet, die gerade auf dem Klo ist. Kann man hier auch noch sitzen. Sehr gut. Okay.
Damit haben wir den Bereich auch. Hier muss ja nicht unbedingt etwas rein. Da kann man sich dann vorstellen, dass da ne, das Personal arbeitet. Wobei, da könnte man ein Personalgebäude noch unterbringen. Ich weiß nur nicht, wofür wir da, also wo wir da den Eingang für platzieren. Man könnte hier so eine Fake-Tür machen. Dann setzt man hier einfach das Personalgebäude hin. Moment. Und zwar so. Es muss auch nicht groß verkleidet werden. Wobei, nee, ich möchte das, glaube ich, lieber hier hinsetzen. Ah, sonst ist die Optik hier rein nicht so schön. Wir können uns. Nee, die möchte ich hier haben. Dankeschön. Die können wir uns ja einfach mal eben schnell kopieren. Das setzen wir da auch noch eben drauf. Und hier setzen wir jetzt von den Türen was vor. Da muss man ja keinen richtigen optischen Durchgang haben. Ja, genau. Ich drücke mal X und dann können wir hier mal durchwechseln, was da am ehesten passen würde. Oh, wenn da überhaupt was passt, ne? Was denn hier? Ja, genau. Das sieht auf jeden Fall alles so aus, als würde ich es hierfür nehmen wollen. Hier sowas könnte man nehmen. Oder man macht doch einen Durchgang. Es ist alles nicht so schön. Nicht das, was ich mir vorstelle. Wir können ja den ganz schmalen Durchgang nehmen. Und dann setzen wir da eine Tür vor. Eigentlich egal, wie rum, ne? Nee, ist nicht egal, wie rum. Toll. Toll, toll, toll. So. Und dann können wir jetzt hier nämlich jetzt eine von diesen Türen hinsetzen, die da, glaube ich, für gedacht sind. Die jetzt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall welche, die da reinpassen. Die ist zu groß. Ist das die Tür? Nee, die ist auch zu groß. Ja, ich meine zumindest, dass da was reinpasst. Du passt da rein. Dann würde ich das so machen. Das sieht doch ganz gut aus. Ich musste mal eben
einen Schluck trinken. Oh, ich bin nämlich leicht erkältet. Und dann fängt der Hals so an zu kratzen. Und damit ich euch hier nicht vollhuste, oh, einen Schluck trinken. So. Ich glaube, jetzt geht's wieder besser. Hoffe ich. Sonst muss ich mir gleich mal neues Wasser holen. Nämlich fast leer. Gut. Dann haben wir da noch so einen kleinen Mitarbeitereingang gebaut. Es käme theoretisch schon der nächste Stock. Wie machen wir den jetzt? Ich glaube, ich möchte hier bei diesen zwei Außenflügeln jetzt schon mit Fenster, mit Fenstern, ja genau, mit Dächern arbeiten. Ist die Frage, was für Dächer? Da sind die Optionen immer noch nicht ausreichend. Ja, hier, die sind natürlich ganz cool, aber hierfür nicht passend. Asia-Dächer finde ich nicht gut. Könnte natürlich auch wieder mit dem hier gehen, aber auch nicht das schönste Dach. Dann wüsste ich nicht, wie man es einfärben könnte. Okay, das eine sind die Ziegel. Ja. Nee, das ist... Nee. Nee, nee, nee. Das gefällt mir nicht. Ich finde Ich finde die schönsten Dächer immer noch die hier. Wo ist denn das ganz schräge? Du das Schrägste? Ich glaube, du bist der Schrägste, ne? Aber das passt da auch nicht hin. Oh, Leute, was nehmen wir jetzt für ein Dach? Am optisch besten passt theoretisch halt das hier. Ist aber hässlich. Helle Dachziegel finde ich komisch. Dann würde ich so vielleicht gehen. Wir probieren es aus. Irgendein Dach müssen wir ja draufsetzen. Die Außenecken. Seid ihr da? Nee. Du bist die Außenecke. Oh, hier bin ich einen zu weit gegangen. Ja, ist jetzt nicht das Optimalste, aber ich glaube, damit werden wir gehen müssen. Einfach vom Stil her auch, ne? Passt das am besten dazu.
Okay, glitschen die hier ins ins Fenster? Ja, kann man die ja eigentlich noch ein Stück höher setzen, ne? So nämlich. Ah, okay, warte, dann markieren wir uns hier nochmal alles und setzen das alles nochmal ein hoch. Oh. Beacon. Einen hoch. Das machen wir auf dieser Seite auch. Ja, sehr schön. Gut. Zentrum ist kaputt. Warum geht denn immer alles kaputt? Das ist ja anstrengend. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das hier weiter? Wir könnten natürlich hier jetzt eine Innenecke setzen oder auch nicht. Nee, warte, die Innenecke wäre hier. Hier haben wir auch einfach nur solche, ne? Stimmt. Ja, gut zu wissen. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen eben. Okay, und hier würde ich definitiv noch eine Wandebene hochziehen. Dafür nehmen wir dann die hier. Können wir jetzt eigentlich, ja, können wir eigentlich auch draußen lassen, ne? Okay, setzen wir erstmal. Verzierungstechnisch können wir da gleich mal gucken, wie wir das ob wir hier noch Fenster hinsetzen. Was ich eigentlich ganz praktisch finden würde. Da und da. Da hatten wir doch diese länglichen, wenn ich mich erinnere. Genau, die hier. So rum ist außen. Kann man das schön hier drüber setzen. Ja. Hier auch. Ja, kann man so machen. Und dann würde ich hier nochmal hochgehen und dann hier den Parknamen irgendwie integrieren. Das ist natürlich die Frage. Wie nennen wir den Park? Der war, ja, er hat ja mehr oder weniger einen Namen. Aber nehmen wir den dann auch hierfür? Das ist die Frage. Haben wir hier von Schräge? Wahrscheinlich nicht. Sieht schlecht aus. Eine ganz andere Ziegelstruktur. Dann müssen wir gucken, wie wir das machen oder ob wir es einfach gerade lassen, gerade abschneiden. Dazu müssen wir jetzt gucken, wie wir die Dächer hier integrieren.
Okay, entweder so. Haben wir noch für Möglichkeiten? Nicht viele, ne? Könnten das natürlich so dahinsetzen. Na, warum? So. Okay, die sind wieder ein zu tief. Wieso kann ich euch nicht markieren? Doch, geht doch. So, wenn wir jetzt hier die Wände zuziehen. Könnte man machen, ne? Sehe dann von vorne so aus. Irgendwie cool. Ich glaube, so machen wir das. Sehr schön. Dann haben wir eine Idee fürs Dach. Jetzt gucken wir uns das mal an, wenn man hier drauf zulaufen würde. Das kann man doch voll machen. Dann kommt hier so der Parkname irgendwie hin. Irgendwie ein Logo oder so. Hier kann noch Werbung hin. Ja, schön. Doch, gefällt mir. So werden wir es bauen. Aber erst in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüsselü.